Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft! Ja, am Anfang erstmal eine kleine Korrektur. Und zwar, als das Let's Play ja wieder weiterging, habe ich ja anfangs gesagt, es gibt da zwei alte Folgen. Sorry, das waren sogar drei. Habe ich selbst wirklich erst herausgefunden, als ich Thumbnails gemacht habe und das hochgeladen habe. Vorher habe ich das nicht kapiert. Bedeutet, es war sogar schon hochgeladen, als ich noch davon ausging, das sind nur zwei Parts. Ja, moin. Daher, ja, habe ich überall erzählt, es waren nur zwei Parts. Nein, es waren drei, aber ihr habt es doch, denke ich mal, mitbekommen. Jo, und was jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Musik. Es ist auch gerade dunkel geworden. Und ja, let's go. Hand raus. Ja, außerdem leckt es ja jetzt nicht mehr ganz so sehr, beziehungsweise ich habe jetzt auch einen sehr, sehr krassen Shader reingenommen, den Continuum Shader. Der ist von allen Shadern, soweit ich weiß, also zumindest die ich habe, der ressourcenfressendste Shader. Aber warum läuft das trotzdem bei mir so gut? Minecraft ist ja sonst immer mit FPS-Einbrüchen gelaufen, gerade mit Shader hat man ja auch bei den drei Folgen gesehen, die vor kurzem da halt rauskamen. Ja, ganz einfach. Ich habe seit damals eine neue Grafikkarte. Ich habe mir zu Weihnachten eine Grafikkarte geholt. Oder zum Geburtstag? Zu Weihnachten oder zum Geburtstag? Nee, zum Geburtstag, glaube ich. Genau, zum Geburtstag. Nee, zu Weihnachten. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Auf jeden Fall habe ich mir seit dem letzten Mal halt eine neue Grafikkarte gegönnt und dadurch läuft hier alles viel, viel flüssiger. Und das ist auch ein großer Unterschied zu damals, weil wenn ich mich zurück erinnere an damals wirklich. Das ist schon krass. Jo. Ich habe überlegt, was wir ab diesem Part machen sollen, wollen, wie auch immer. Und ich habe mich so ein bisschen entschieden. Ja, ich habe mich jetzt so endgültig entschieden. Dass wir nicht dort hinten weiterbauen, wo wir anfangs bauen wollten. Sondern da machen wir irgendwann mal weiter. Ich möchte wieder zurück zur Werft. Und was genau möchte ich machen? Ich möchte ein Schiff bauen. Ein großes, großes Schiff. Ja, wieder ein neues Schiff, aber dieses Mal ein großes Schiff. Mit großen Schiffen, da sieht es bei mir besser aus als mit so einem kleinen Schiffen. Und von daher, ja, ich möchte dazu Gruppenholzsetzlinge verwenden und ich brauche noch ein paar Eichensetzlinge. So, des Weiteren brauche ich Knochenmehl, damit ich relativ schnell auch Dinge anpflanzen kann. So, nehmen wir mal hier und hier nochmal die Hälfte. Und 54 Knochenmehl. Des Weiteren. Ist eine gute Frage. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Erstmal. Erstmal nicht. Außer, dass ich mal kurz in der Steuerung reingehe und mal kurz die F freilege. Weil ich möchte anderen schon zum Schwert switchen. Was nicht ganz so funktioniert. Jetzt brauche ich hier irgendwas Freies. U ist frei. Und hier gibt es noch irgendwo F. Hier. Z ist belegt. T ist sowieso belegt. Ups. H ist nicht belegt. Okay. Dann kann ich hier auch zum Schwert switchen. Wir haben ja hier noch unser Portal. Dass wir ganz schnell hier wieder zurückgehen können. Hier ist es jetzt auch ein bisschen heller mit diesem Shader. Gefällt mir. Hier sind zwei Skorpione. Sehe ich mal. Hier gibt es noch ein Loch. Shit. Und da bei uns ja keine Tintenfische immer noch spawnen, denke ich. Wir hatten ja hier das Problem. Boah. Wie langsam wir uns jetzt an das Licht angewöhnen. Ja, hier spawnen immer noch keine Tintenfische. Könnte man sonst, glaube ich, auf der Karte sehen. Werde ich eine einzige Ausnahme machen. Und zwar, ich werde dieses kleine Loch im Game Mode mal kurz zumachen. Aber nur, weil es keine Tintenfische gibt. Da haben wir ja hier das Problem. Und wir brauchen, um diese Shore-Buffer herzustellen, Tintenfische. So, ganz schnell wieder in Game 0. Hat keiner gesehen. Mache ich auch ganz schnell weg. Ach, gibt's ja in dieser Version nicht, diesen Shortcut. So, und dann muss ich da nach oben, weil ich brauche jetzt Tropenholz. Bäume! So, wo können wir am besten mal einen Tropenbaum anpflanzen? Nicht so doll in der Höhe. Hier mal die paar Setzlinge wegmachen und dann ist das.
Da wir auch gleich einen Truppenbaum brauchen, werde ich auch mit Knochenmehl hier arbeiten. Und das sieht nach einem sehr schönen Truppenbaum aus. Und ich wollte gerade anfangen, den regulär abzuholzen. Bis mir einfiel, ich habe doch das hier. Alles fällt hier hinunter. Uiuiui, ist das wie Holz. Aber es ist natürlich nicht alles Holz, was wir brauchen. Also wir brauchen noch auf jeden Fall noch viel, viel mehr. Das ist ja, naja, fast zwei Stacks sind das jetzt so hier. Jo. Warum habe ich mich eigentlich jetzt entschieden, doch noch. Doch das Schiff schon zu bauen. Weil ich einfach Bock drauf habe. Die Frage ist, reicht der Platz hier drinne? Es wird knapp. Alternativ müssen wir den Rumpf bauen und dann den Rest draußen bauen. Wenn der Rumpf fertig ist, passt das ja. So, da fangen wir mal mittig an. Mittig ist hier so ungefähr. Ja, blöd, dass man hier keine direkte Mitte hat. Naja, wenn wir uns darauf mal festlegen. Wir werden das so auch mal ein bisschen weiter nach vorne machen, weil nach vorne haben wir ja eigentlich genügend Platz. Da können wir ja ruhig ein bisschen nach draußen überstehen oder Überstand haben. Das ist ja nicht das Ding. So, und dann weiter nach hinten durchziehen. Noch ein Stück. Bis hierhin. Ich habe damals in Minecraft Online auch zwei große Schiffe gebaut. Eins habe ich mir abgerissen und das durch das zweite dann ersetzt. Und mit dem zweiten bin ich sehr, sehr zufrieden gewesen. Ich weiß nicht, wie es letztendlich hier sein wird. Ich brauche mal ein paar Hilfsmittel. Ja, nehmen wir mal das Holz hier. Um genau zu sein, will ich bis hierhin. Ja, vielleicht will ich dann noch ein bisschen weiter. Ja, hier noch. Aber weiter nicht. Wird das erstmal die Grundfläche des Schiffes? Weil man muss ja bedenken, dass so ein Schiff. Kann das ja mal hier kurz mal skizzieren. So ein Rumpf hat hier. Nicht so ein Spitzen hier, sondern wirklich so ein ebenen Rumpf. Und dann wird es halt zur Seite hin immer größer. Und da merkt ihr halt jetzt auch schon, warum wir so viel Holz brauchen. Da ist nämlich ganz schnell ein Stack weg. So. Es ist mega geil mit diesen Shader jetzt hier ja, zu arbeiten. Scheiß Creeper, ey. Ich lösche eure ganze Familie aus. Mann. Ich hasse es. 18 Shore-Buffer sind übrig geblieben. Von wie vielen? Zu viele. Ach, hier sind noch ein paar. Oder? Nee, Holz. Hier ist noch einer. Ich werde das wieder hier im Gamer zubauen. Ach, hier ist auch noch ein bisschen was liegen geblieben. Weil das hier nicht genügend ausgeleuchtet ist. Das ist noch ein Punkt, was ich hieran hasse. Allerdings kann ich hier nichts machen, so ihr seht. Einerseits brauche ich den Platz nach oben. So ist ja alles repariert, ja. Einerseits brauche ich den Platz nach oben, wenn irgendwelche MSC gebaut werden, weil hier werden ja Schiffe gebaut. Andererseits kann ich hier unten keine Glowstones setzen, weil wenn ich dann das Schiff aktiviere, werden dann die Glowstones mit verbunden und somit die ganze Welt. Und das kann ich nicht machen. Daher gibt es hier keine Lösung sozusagen. Boah, hier sind nochmal schön Setzlinge runtergefallen. Da werde ich gleich den nächsten Baum anpflanzen. Ja, es ist einfach scheiße. Einfach mal ein bisschen vorsichtiger sein. Kann ich, wenn ich hier Pfeile schieße, ein bisschen erleuchten? Nee, leider nicht. Aber ich sehe jetzt hier auch kein Monster. Wie die Sonne hier blendet. Wenn es gehen würde, würde ich hier auch ein bisschen nachts arbeiten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man nachts hier vielleicht auch ein bisschen mehr sehen kann. Hier ist ja nicht mal die Sonne. Oder ist hier die Sonne? Doch, die ist hier drüben direkt.
Die ist gleich direkt hier drüben. Daher blendet es auch so. Ja, wie dem auch sei. Müssen wir durch. So, das Holz ist jetzt alle. Das war's schon an Holz. Das heißt, ich muss jetzt den nächsten Baum hier wachsen lassen. Wo ist hier der? Ach, da. Na komm, jetzt hier. Knochenmehl, Knochenmehl. Da. Und hier die Axt. Es wird auch gleich dunkel. Aber der Shader sieht mega geil nach meiner Meinung nach aus. Damals konnte ich wirklich mit den Shader hier kaum was machen, weil es einfach geleckt hat. Aber mit meiner neuen Grafikkarte. Falls ihr euch fragt, was ich für eine Grafikkarte mir geholt habe, das ist die GTX. Nee, falsch. Falsch. RTX 2070. Vorher hatte ich die GTX 960, also ist schon ein krasser Unterschied. Man merkt es auch komplett, gerade jetzt hier. Bisher ist mir der Unterschied noch nie so krass aufgefallen wie hier in Minecraft. Hier in Minecraft Let's Play. Ich konnte ja damals nicht mal mit 60 FPS aufnehmen. Muss das ja hier generell runterskalieren. Nur HD. Das brauche ich jetzt nicht mehr. So, jetzt ist es Nacht. Und man kann schon mal besser was sehen. Allerdings könnten auch Monster spawnen. Hier Dynamic Lights. Jo. So, wir haben noch ein bisschen was an Holz. Ich werde auch mal meinen Brustpanzer hier anziehen. Diese Leinen werde ich erstmal hier wegmachen. Da, wo ich jetzt stehe, da wird später die Spitze des Schiffes sein. Und da hinten der Rumpf. Ich mache erstmal Folgendes. Ich brauche nochmal ein bisschen Hilfsholz. Ich bin mal kurz am Überlegen, wie wir das machen. Hier kommt dann eine Reihe hin. Vielleicht hier auch nochmal. Geht's hier hoch. Aber weiter kommen wir auch nicht. Das ist auch ein bisschen doof. Ist doof gemacht? Ändern wir. Das ist mir einfach zu breit, das Ganze. So, machen wir jetzt hier. Ups. Ey, das war jetzt überhaupt nicht mein Plan. So, bei mir haben ja jetzt die Sommerferien angefangen. Da kann ich ja gleich auch nochmal reden. Allerdings sind wir relativ am Ende des ersten Parts für diese Aufnahmesession. Bedeutet, da werde ich jetzt hier nichts Neues anfangen. Dann können wir nämlich gleich darüber reden. So, hier. Dasselbe mache ich auch mal auf der anderen Seite. Einfach nur zum Anschauen, wie das ungefähr optisch dann später aussehen wird. Und natürlich wird der Rumpf nicht nur so klein. Bedeutet, ich mache. Oh, wie ich da automatisch immer runterfalle. Schrecklich. So, hier, das da. Das passt ja so vom Rumpf her. Ja, dann können wir da jetzt noch die Stämme dran machen. Da, wo wir momentan die Stämme alle haben, also hier diese Leinen, da wird der Rumpf generell gleichmäßig sein. Und jetzt noch ein bisschen Holz. Und erst nach vorne bzw. nach hinten hin gibt es dann Unterschiede. Eventuell werden wir hier und da trotzdem nochmal was anpassen müssen, das kann sein. Aber ja. Ich finde es viel angenehmer hier bei Nacht. Hier blendet es nicht, man sieht genug. Trotzdem nerven einen keine Monster. Das finde ich voll gut. Bin ja sowieso auch so ein Mensch inzwischen, der eher in der Nacht arbeitet. Also in Form von, zum Beispiel bei meinem Server. Die meisten Dinge, die ich da mache, und die meisten Arbeiten am Server, mache ich ernsthaft in der Nacht. So, jetzt muss ich leider raus. Ich habe schon Angst, dass in einem um die Ecke ein Creeper steht.
Andere Monster. Shit. Wenigstens die Setzlinge mal kurz hier einsammeln. Autsch. Ich will doch nur die Setzlinge. Mir sind das zu viele Monster momentan. Ist hier unten irgendwer? Ah, es ist nur Blut. Okay. Okay. Wir gehen mal kurz schlafen. Weil leider kann ich keinen Baum pflanzen in der Nacht. Das ist zu gefährlich. Und die Nacht ist ja ein Glück eh fast vorbei. So, Jetpack brauche ich gleich wieder. Daher lasse ich das mal dran. So. Es ist Tag. Bitte alle aus den Federn raus. Und generell aus dem Haus gehen. Wieder zurück an die Arbeit. Sehr motiviert. Let's go. So, schauen, dass hier jetzt kein Monster trotzdem geblieben ist. Wir sollten jetzt hier auch weg sein, da ich aus dem Schank raus war. Genau. Okay, gut. Hier sind noch mal ein paar Setzlinge. Ein paar Grasblöcke, die dieser Mob von der Mob Creatures Mod gedroppt hat. So. Ein neuer Baum, neues Glück, das könnte man schon fast sagen. So, wie viele Setzlinge haben wir inzwischen? 8. Ja, haben 8 Gewinn gemacht sozusagen. Bisher. Nicht so schön. So, jetzt geht's hier unten hin. Momentan blendet es noch nicht ganz so doll. Na gut, eigentlich schon. Wisst ihr was? Ich mache mal zeitweise einfach mal einen anderen Shader rein. Welcher Shader sieht denn gut aus? Hier der Extreme hier. Der ist verbuggt. Vielleicht eine vorherige Version hier. Ja, das sieht doch schon besser aus. Aber dafür ist es hier dunkel. Ich möchte das, wo ein großes bisschen ausgeglichen ist. Welche Shader sind noch geil? Der Soll-Shader. Funktioniert der? Der funktioniert, aber blendet auch. Soll es renewed? Der funktioniert in der Version nicht. Wahrscheinlich erst ab 1.8. Voodoo Place ist noch ein geiler Shader, aber ich möchte mal... Ist der Meeps? Nee. Jetzt Cinematic? Auch nicht. Ach man! Was ist das für ein Shader? Geil. Der ist verbuggt. Ja, komm! Wir hier bauen, das reicht.